wirst mir das nicht glauben. Es hat sich so vieles verändert in meinem Leben. Ich hatte gestern fast einen Tagesumsatz von 1000 Euro und nur 30 Bestellungen habe ich reinbekommen. Ich bin gerade noch in meinem Kinderzimmer, denn ich arbeite von hier aus. Ich sortiere jetzt gerade die Etiketten. Hier sind sehr viele Etiketten, die dreimal bestellt haben. Hier nur einmal und hier auch nur. Und jetzt muss ich die hier auch ordnen. Wirklich alles hat hier in diesem Zimmer angefangen. Ich habe inzwischen ein Büro und ich komme manchmal einfach nicht drauf klar, wie weit ich schon bin. Naja, ich gehe jetzt auch schlafen. Ich bin total kaputt. Ich muss morgen so ungefähr 8 Uhr aufstehen. Ich hoffe, bis dahin habe ich schon 50, 60 Euro umgesetzt. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's euch, Freunde? Also, wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Und was denkt ihr, wie viel Umsatz ich heute über Nacht generiert habe? Ich habe leider nur eine Bestellung bekommen, aber sogar dafür bin ich sehr, sehr dankbar. 30 Euro und es sind aktuell noch 3 aktuelle Besucher im Online-Shop. Ich weiß, dass nicht jeder Tag sehr gut sein wird mit dem Umsatz, aber ich habe so ein bestimmtes Umsatzziel und das ungefähr 500 Euro. Wenn es über 500 Euro ist, ist der Tag perfekt. Ich habe heute vor, auf die Arbeit zu gehen, danach nicht ins Büro, sondern direkt nach Hause, um die Bestellungen fertig zu machen, die Pakete wegzubringen, ja, und dann weitermachen. Also die nächsten Tage muss ich einpacken, einpacken, einpacken. So, ich muss jetzt 30 Minuten zur Arbeit fahren. Ich werde wahrscheinlich bis 15.30 Uhr arbeiten und danach ab nach Hause. Und ich sag's jetzt schon mal, wenn ich Feierabend habe, will ich Tagesumsatz von 500, 600 Euro haben. Das wäre perfekt. Aber ich glaube, heute ist realistisch 300 Euro. Ja, okay. So, ich bin jetzt gerade auf der Arbeit. Ich schneide hier ein paar Videos. Ihr seid sicherlich gespannt, wie viel Umsatz ich in der Zeit gemacht habe, obwohl ich hier bei einer anderen Arbeitsstelle sitze. So, wir haben jetzt 15.50 Uhr. Und ich mache jetzt Feierabend. Heute war bisher ein sehr guter Tag. Und zwar habe ich einen Gesamtumsatz um diese Uhrzeit von 378 Euro. Also ich bin zufrieden. Ich fahre jetzt nach Hause und packe die Bestellungen ein, denn ich habe dafür noch so 3-4 Stunden Zeit. Seit nun 3 Jahren fahre ich jeden Tag fast 40 Minuten 50 Kilometer hin und zurück. Dieses Studium hat mir zwar viel geholfen, aber diese Rumfahrerei hat mir sehr viel Zeit gefressen. Und ich hoffe, irgendwann das, was ich nebenbei mache, endlich mal Hauptvollzeit machen darf. Wir arbeiten ja darauf hinaus und wir sind sehr gut dabei. So, ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer und wir packen jetzt gerade zusammen die Sachen ein. Meine Mama ist mir jetzt gerade auch am helfen. So, vertrau mir, wenn du die Hilfe von anderen annimmst, ist dein Leben viel besser. Ich hätte so viele Bestellungen nicht machen können, wenn ich die Hilfe von meinem Umfeld nicht bekommen hätte. Sei es Familie oder sogar Freunde. Also auch ein guter Tipp an euch, pflegt die Beziehung zu den Menschen, die euch helfen. Das waren jetzt ungefähr 150 bis 200 Bestellungen. Wir bringen die jetzt weg zur DHL-Zentrale. Das heißt, die Pakete werden morgen direkt beim Kunden zugestellt. Die meisten der Bestellungen sind auch schon länger als 2 Wochen alt. Ich kam einfach mit der Produktion nicht hinterher und die Lieferkette wurde auch gestoppt. Aber jetzt ohne viel zu reden, wir fahren jetzt los. Es war wirklich ein Film am Anfang, um herauszufinden, wo ich meine DHL-Pakete abgeben konnte. Erst durch Umwege habe ich das hier erfahren. So, die Pakete haben wir jetzt bei der DHL-Zentrale abgegeben. Auch ein guter Tipp an euch alle. Gebt die bei der DHL-Zentrale direkt ab. Der Vorteil ist hier, wenn ich die Pakete hier abgebe, dass die morgen direkt zugestellt werden. Deswegen gebe ich auch hier direkt ab, statt bei einem DHL-Shop oder bei irgendeinem Kiosk oder so. Wir haben jetzt gerade 21.18 Uhr und der Tag ist noch nicht zu Ende. Ich bearbeite gerade Videos am PC. Ich habe nicht so viel gezeigt vom Tag und ich denke auch nicht, dass ihr sehen wollt, was ich am Tag esse oder was ich trinke. Ich bewerte heute Süßigkeiten, die kein Mensch mag. Und wenn du diese bewerten Videos... Ja, ich muss meinen Kanal warm halten, denn man muss regelmäßig posten. Ihr könnt ja ungefähr schätzen, wie viel Umsatz ich heute generiert habe. Also wir haben jetzt gerade 21.21 Uhr und auf Meta, also Facebook, Instagram, habe ich 70 Euro ausgegeben für Werbung und auf TikTok 64 Euro. Ihr könnt ja in den Kommentaren ungefähr schätzen, wie viel ich an Umsatz generiert habe heute. Bevor ich schlafen gehe, werde ich nochmal meinen Tagesumsatz zeigen. Stand jetzt ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber der Tag ist noch nicht zu Ende und ich bin trotzdem dankbar für alles. Ich habe hier noch Bestellungen, die packe ich noch ein. So, ich habe jetzt all diese Bestellungen hier gemacht. Die bringe ich morgen auch zur Zentrale, dann werden die halt übermorgen zugestellt. Außerdem, was ich heute euch nicht erzählt habe, war, ich habe so gegen 15 Uhr eine Nachricht von meinem Anwalt bekommen. Ich hatte so ein laufendes Verfahren wegen Datenschutz und Newsletter-Anmeldung und so weiter. Ich musste an dem Anwalt 600 Euro bezahlen und an die Gegenseite fast 800 Euro. Und das alles wegen Newsletter und Datenschutzauskunft. Wenn ihr wollt, kann ich darüber ein längeres Video erstellen. Aber seitdem diese Sache passiert ist, halte ich mich von Newsletter und so weiter
absolut fair. So, ich habe Stand heute ungefähr schon so 200 Bestellungen gemacht. Die meisten von euch sind sowieso dran geblieben, um zu wissen, was mein Gesamtumsatz von dem heutigen Tag war. Bevor ich es euch erzähle, will ich euch erstmal sagen, ich habe 76 Euro, Stand jetzt um 22.10 Uhr bei Meta ausgegeben, also für Facebook, Instagram, und 70 Euro bei TikTok Ads. Also, das ist hier bei TikTok und bei Meta 76 Euro. Mit diesen Ausgaben an Ads insgesamt auf beiden Plattformen habe ich aktuell Stand heute 515 Euro umgesetzt. 17 Bestellungen kamen rein. Ich denke, der Umsatz kann von 515 auf ungefähr 600 oder doch auf 600 noch kommen. Aber ich bin dennoch dankbar und auch stolz auf mich, weil überlegt euch mal, für das, was ich heute umgesetzt habe, habe ich früher einen ganzen Monat lang gearbeitet. Ah, habt ihr gehört? Es kam eine neue Bestellung rein. Ich habe sogar jetzt gerade Gänsehaut. Ich habe dafür einen ganzen Monat lang gearbeitet und jetzt mache ich das am Tag. Und ich bin so dankbar Gott gegenüber, weil ich diese Phase, wo ich halt wirklich um Geld jeden Cent umgedreht habe, diese Phase durchmachen musste. Und jetzt, Alhamdulillah, ich bin noch nicht reich. Ich bin noch sehr weit entfernt davon. Aber auch wenn das nur ein Krümel ist, ich bin dankbar dafür. Und ich weiß auch, dass sehr viele in meine Haut stecken wollen würden. Naja, ich gehe jetzt schlafen, weil ich morgen 8 Uhr zu meiner Arbeitsstelle fahren muss. Ich mache ja ein Dual Studium. Und nein, ich verliere niemals die Motivation dafür, weil es handelt sich um mein eigenes Geschäft. Das ist mein Laden. Ich bin der Chef. Ich entscheide alles. Und deswegen bin ich motiviert und ich bleibe auch motiviert. Und ich wünsche euch allen so sehr das Gleiche und sogar noch mehr, das Zehnfache. Ich werde in Zukunft öfter solche Vlogs hochladen und ich werde halt viele Insights mitgeben und auch sehr viele Benefits, die ihr von meinen Videos bekommt, denn ich verrate sehr viel, was hinter den Kulissen abläuft, welche Tipps und Tricks ihr beachten solltet beim Business- und Online-Shop-Aufbau. Deswegen folgt schon mal diesem Kanal und vergisst nicht, seid dankbar mit dem, was ihr habt. Like das Video. Ciao.